liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, wir sind schon fast wieder in der Hälfte des Mai angelangt und es ist zurzeit total verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ja, ich glaube, es liegt einfach daran, wenn man ja einfach irgendwie was zu tun hat, dass dann die Tage so ein bisschen schneller vergehen. Meine letzte Woche war wieder eine Arbeitswoche. Es hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, so ins normale Leben zurückzugehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Kopf, der Mensch es irgendwie braucht, ein bisschen Normalität zu haben, um eben mit Dingen umzugehen, die ihn sonst irgendwie belasten würden und oder überhaupt belasten und dementsprechend, es geht irgendwie bergauf, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, es ist alles schick, ne? Also ja, man hängt immer noch so ein bisschen den Gedanken nach und ich glaube, das ist aber auch einfach ganz gut. Und man sollte das auch gar nicht irgendwie unterdrücken. Ja, ich habe in dieser Woche 3 Bücher gelesen und ein Drittel eines Buches, was ich mit ein paar Leuten zusammenlese. Dazu dann natürlich mehr. Ich möchte von einer neuen Serienzucht berichten. Dann ist das Gewinnerbuch unseres Leseklubs ausgelost, entschieden durch alle, die mitgevotet haben. Es wird das Autoren-Hangout am Mittwoch nachgeholt und ich habe ja auch letzte Woche das Gewinnspiel zu 7 Minuten nach Mitternacht gehabt und hatte darin gesagt, dass ich in der Bücherwoche die Gewinner bekannt gebe und ich glaube, dass ich das jetzt einfach mal kurz am Anfang tun werde. Und zwar konnte man ja einmal das Buch gewinnen und einmal 2 Freikarten und ich habe die Gewinner gestern per Random Org gezogen und die Gewinnerin des Buches ist Charlie. Ich blende euch auch einfach mal den Kommentar von ihr ein, damit Charlie weiß, dass sie gemeint ist. Du hast das Buch gewonnen und die beiden Tickets hat gewonnen Svetlana Bär. Auch deinen Kommentar blende ich ein, damit du siehst, dass du damit gemeint bist. Und es wäre schön, wenn ihr beiden mir innerhalb der nächsten Woche eure Adresse zur Verfügung stellt per E-Mail. Ihr findet meine E-Mail-Adresse unten auch in der Infobox. Und dann schicke ich euch die beiden Sachen zu, damit ihr so schnell wie möglich das Buch lesen könnt oder dann eben auch ins Kino gehen könnt. Und bei uns läuft zum Beispiel der Film noch gar nicht. Er steht noch in der Vorschau. Ich hoffe aber, dass er jetzt zeitnah dann im Grunde auch bei uns einzusehen ist. Ja, was gab es diese Woche für Bücher? Ich habe die Woche begonnen mit Tiefenwelt von Theresa Sperling. Das ist wieder ein Drachenmondbuch, welches ich lesen durfte. Ein Science-Fiction-Buch mit, ich glaube auch schon so ein bisschen mit dystopischen Hauch, wenn man so möchte. Dann habe ich mit der dunklen Turmsaga von Stephen King begonnen mit Schwarz. Ich habe hier so eine uralte Jumbo-Heine-Ausgabe. Also man sieht wirklich, wie groß dieses Buch ist. Dementsprechend auch die Schrift sehr groß und es ist schon uralt. Das ist ja ein Buch von meiner Mama, aber dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich gelesen von Carrie Drury. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Marthas Widerstand, ebenfalls eine Dystopie, bei mir doch gestern eine kurze Schockstarre beim Ende des Buches ausgelöst hat. Und die Kingsköpfe, wie wir uns so nett nennen, haben diese Woche begonnen mit Kurzgeschichten von Stephen King, Sunset. Das sind 13 Kurzgeschichten und wir haben uns das jetzt für den Mai, also für die 3 Wochen im Mai aufgeteilt und lesen eben jetzt jede Woche 4 Bücher, dementsprechend eben ein Drittel der Kurzgeschichten sozusagen sind gelesen. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch und zwar Tiefenwelt von Theresa Sperling. Ein Buch, das Ende März diesen Jahres im Drachenmond Verlag erschienen ist, welches mir auch von dem zur Verfügung gestellt wurde. Kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 5 Euro und hat 370 Seiten. Und wir haben hier schon eine Art Science-Fiction-Dystopie, denn es ist schon sehr düster und es gibt eben auch in dieser Welt ist eben auch alles sehr kontrolliert, es ist sehr brutal. Wir begleiten
begleiten den 16-jährigen Lino, der seine Familie, welche in Armut lebt, verlässt, um im Bunkerlabyrinth unter der Nordstadt im Grunde ja ein neues Leben zu finden. Denn in Nordstadt herrscht Armut, es herrscht ja wirkliche Gewalt, Brutalität und alles geht im Grunde von der Regierung aus, die ausnutzt, dass die Menschen in Nordstadt eben arm sind, nicht so recht sich zu helfen wissen, die rackern bis zum Umfallen. Und dann gibt es eben in dieser Stadt, in dieser Welt auch eine Krankheit, die sich Hashimoto nennt, die wir in unserer Welt ja durchaus auch kennen, von der ich selbst auch betroffen bin. Und man kann Hashimoto in diesem Fall ja auch wie bei uns mit Medikamenten unterdrücken, heilen, mehr oder weniger. Aber die armen Menschen können sich die Medikamente eben nicht leisten und sterben dann innerhalb kürzester Zeit an dieser Krankheit, die auch sehr schnell übertragbar ansteckend ist. Und ja, Lenio verschwindet in die Tiefenwelt, in die untere Stadt und findet sich dort eben ja bei einer Rebellengruppe wieder, die uns im Grunde so ein paar mehr Infos gibt. Und neben einer Rebellion, die da irgendwie am Laufen ist, erfahren wir aber auch noch was über besondere Gaben und wie Lenio in diese Geschichte passt. Diese Geschichte wird nicht nur erzählt aus der Sicht von Lenio, sondern wir begleiten eigentlich seine ganze Familie. Er hat einen kleinen Bruder, wir begleiten seine Mutter, wir begleiten seinen Vater, die dann auch an unterschiedlichen Stationen irgendwie sind, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, warum und weshalb. Und so bekommen wir einen Rundumblick über diese Welt, über diese Geschehnisse, die in dieser Zeit passieren. Und man denkt anfangs, oh, ein 16-jähriger Protagonist, das ist irgendwie ein Jugendbuch. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nur anfangs. Umso weiter ich in der Geschichte fortgeschritten bin, umso erwachsener ist dieses Buch geworden. Umso kritischer sind die Stimmen darin geworden und umso brutaler und echter hat es sich angefühlt. Ich finde tatsächlich, dass das nicht vergleichbar ist mit Jugendliteratur, sondern ich würde sagen junge Erwachsene. Also ne? Und ich würde das Buch keinem 12-, 14-Jährigen im Grunde empfehlen, sondern wirklich schon sagen, wenn man so eine gewisse Brutalität in Büchern auch vertragen kann. Denn das ist wirklich etwas, was mich in diesem Buch zeitweise sprachlos zurückgelassen hat und ich wirklich mal so einen Moment gebraucht habe, innegehalten habe und wirklich auch mal schlucken musste, wie brutal und echt es darin zugeht. Und dass man sich das bei Dystopien oftmals ja sehr gut vorstellen kann, dass das in unserer Welt auch möglich ist. Und so weit ist diese Welt ja von Lenio im Grunde gar nicht von unserer entfernt. Denn man kennt ja all diese Unterdrückungen. Es gibt ja auch durchaus auf unserer Welt Länder, in denen nicht alles so läuft, wie man es sich in der Utopie im Grunde vorstellt. Und man spürt einfach, dass sich hier die Autorin Zeit genommen hat, Charaktere erschaffen hat, denen man folgen kann, deren Denken und Handeln man versteht. Und das macht diese Geschichte zu einer ganz besonderen Dystopie, wie ich finde, dass eben die Menschen im Vordergrund stehen. Auch die Zusammenhänge der Menschen. Also, dass wir hier einer Familie folgen und eben merken, wie schwer es ist, wenn eine Familie nicht mehr im Sinne einer Familie so funktionieren kann, darf, soll, wie auch immer. Und man dadurch im Grunde erst richtig spürt, was so etwas im Grunde auch auslöst. Wovor man vielleicht selbst in unserer Welt Angst hat, dass eine Familie irgendwie auseinandergerissen wird durch Krieg oder was, ne, wie auch immer, was natürlich relativ unwahrscheinlich in unserer Welt ist, aber man sollte, ne, man kann Leben nicht planen, wie man ja, glaube ich, jeden Tag im Grunde auch auf dieser Welt merkt. Und man spürt das in dieser Geschichte wirklich sehr deutlich, wie diese Familienmitglieder auf einmal eben anders handeln, wie sie trotzdem immer versuchen, so in diesem Familiensinn zu bleiben und sich im Grunde auch gegenseitig versuchen, irgendwie, ja, sich trotzdem irgendwie zu helfen, obwohl sie eben ganz woanders sind. Und das fand ich einen unglaublich tollen Aspekt, der sehr, sehr gut ausgearbeitet war, den ich wirklich sehr gut nachvollziehen konnte und den ich auch wichtig in dieser Geschichte fand. Zudem gibt es innerhalb der Geschichte, gerade um Lenios Geschichte, viele, viele Wendungen, die ich unglaublich toll, kreativ fand und auch wirklich fantasievoll. Und sie waren toll ausgearbeitet. Man hatte Bilder im Kopf. Man hat wirklich gespürt, dass man in einem Bunkerlabyrinth ist. Man hat ja die Dinge vor Augen gehabt, man konnte mitgehen, man hatte wirklich eine Welt vor Augen, die wirklich ganz, ganz toll von Theresa Sperling sich ausgedacht wurde. Mir hat diese Geschichte als große Dystopien-Fan sehr, sehr gut gefallen, bis auf wirklich diese Brutalität an mancher Stelle. Ich fand das manchmal wirklich too much und mir tat
manchmal wirklich auch was weh. Und das ist mir persönlich einfach immer ein bisschen zu viel. Das ist aber einfach nur meine Meinung. Ich glaube, dass sich da andere vielleicht nicht dran stören. Ja, jetzt kann man sagen, wenn Steffi, du guckst auch zu, wenn da irgendwie der Kopf abgehackt wird bei Game of Thrones. Ja, auch das ist mir definitiv too much. Und wenn das das Einzige wäre, was Game of Thrones wäre, dann wäre das auch nicht meine Serie. Aber es ist hier eben ein kleiner Punkt, der mir tatsächlich schwer fiel in der Geschichte. Und eben auch, dass man gespürt hat, was hat jede Tat für eine Auswirkung auf die Welt, auf die Menschen, um die Menschen herum. Und das fand ich wirklich bemerkenswert gemacht und hat mir wirklich Spaß gemacht. Also mich hat die Geschichte sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe auch wirklich die 370 Seiten im Nu gefühlt weggelesen, weil ich es wirklich toll fand, weil ich es spannend fand und weil sie mich dann in den Sog auch gezogen hat und ich wirklich gerade ja die Wendungen so überraschend fand und wirklich mit vielen, vielen Dingen und schon gar nicht mit dem Ende irgendwie gerechnet hätte. Denn das Ende ist wirklich etwas, was einen ja, was einen wirklich wegreißt. Und ich glaube tatsächlich, entweder findet man es großartig, so wie ich, oder man denkt sich, was soll denn jetzt das? Was ich auch sehr oft in dieser Geschichte habe, war so ein Matrix-Gefühl. Also so, jetzt nicht, dass es irgendwie was mit der Matrix an sich zu tun hat, mit der Filmreihe, aber ich hatte manchmal so diese Bedrücktheit, diese Beklommenheit, die ich aus den Filmen kenne, die hatte ich hier auch. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, dass sich dieses Gefühl so ein bisschen eingestellt hat. Eine wirklich tolle Dystopie, die ich sehr empfehlen kann, die nichts für zart Beseitete ist, die nichts auch für Kinder oder sehr junge Jugendliche ist, sondern wirklich ein bisschen fortgeschritten im Alter und durchaus eben auch für Erwachsene, was ich wirklich gut finde und was mir wirklich Spaß gebracht hat. Ja, auch die nächste Geschichte sollte Spaß machen. Und hier muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Ja, es ist der erste Teil der Dunklen Turmsaga. Es ist Schwarz von Stephen King. Das ist, meine Ausgabe ist, glaube ich, erschienen 1982. Gibt es aktuell als Taschenbuch für 10 Euro. Gebraucht bekommt man es auf jeden Fall günstiger. Meine Ausgabe hat 240 Seiten und ist eine Jumbo-Heine-Ausgabe. Und wenn man die jetzt mal neben die normal typischen Taschenbuch-Ausgaben steht, sieht man, wie groß und die ist. Ne? Also auch die Schrift ist in diesem Buch unglaublich groß. Und ich glaube, deswegen hat sie dann auch nur ja, 238 Seiten, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, Der dunkle Turm wird dieses Jahr verfilmt oder wurde verfilmt und erscheint in diesem Jahr. Und mich hat diese Reihe nie angesprochen. Allein, dass diese Geschichte 8 Teile hat und irgendwie hat mich der Klappentext vom ersten Teil nie gepackt. Und ja, der Trailer hat es geschafft, dass ich gesagt habe, vielleicht sollte ich es doch lesen. Zudem schwärmen die Leser dieser Reihe ja immer wieder von diesem Epos und es ist auch hinten ein Vergleich drauf oder mittendrin irgendwo, ja, im Grunde so episch wie der Herr der Ringe. Und ja, ich bin dann an meiner Mama ihr Stephen King Bücherregal gegangen, denn alle Stephen King Bücher in unserem Haus stehen bei meiner Mama im Bücherregal, bis auf die Bücher, die ich im Grunde auf dem Sub habe. Die liegen im Grunde hier rum, mehr oder weniger, also auf dem Sub, die bewusst von mir noch gelesen werden wollen. Und die 2, 3 stehen bei mir. Und ja, habe dann bei meiner Mama tatsächlich Schwarz entdeckt, was ja der erste Teil ja, der 8-teiligen Reihe im Grunde ist. Und ich habe mir die stibitzt und auch entdeckt, dass meine Mama den 5. Teil, der steht, glaube ich, jetzt auch hier hinter mir, diese schöne kupferfarbene Ausgabe, ja, dass meine Mama auch den 5. Teil hat, was ich jetzt persönlich ein bisschen blöd fand. Aber ja, sie hat die versehentlich gekauft, hat sie dann erzählt, weil sie ihr der Klappentext von diesem Buch gefallen hat, bis sie dann gemerkt hat, oh, das ist ja der 5. Teil zum 1. Teil und meiner Mutter hat der 1. Teil nicht gefallen. Und das muss ich tatsächlich auch sagen. Ich habe das zusammen mit der lieben Paddy und der lieben Nicola gelesen. Ich packe beide Kanäle natürlich mal unten in die Infobox und wir haben uns das auf 3 Teile aufgeteilt, auf 3 Tage und ich muss ehrlich sagen, es war ein schrecklicher Stephen King. Ja, die ersten 200 Seiten waren langweilig, waren gefühlt total unspektakulär, hatten überhaupt nichts Atmosphärisches. Man hatte gar nicht das Gefühl, in einem Stephen King Buch zu sein. Man hatte kurze Sätze, knappe Sätze. Man hat so überhaupt kein Gefühl bekommen für die Charaktere, um die es geht. Und die letzten 30 Seiten waren dann aber so viel Stephen King, dass ich gesagt habe, ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen, weil die letzten 30 Seiten waren wirklich toll. In Schwarz
geht es, oder vielleicht auch in der ganzen Reihe, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das formuliert, ich meine, es ist eine achteilige Reihe, aber in Schwarz geht es um einen Revolvermann, der ja den Mann in Schwarz verfolgt und herausfinden möchte, wer er ist, wo er hingeht, und wir sind hier in scheinbar einer anderen Ebene unserer Welt und treffen dann eben auch noch einen Jungen, der aus unserer Welt ist und der Revolvermann ja im Grunde auf der Suche nach dem dunklen Turm ist. Und gefühlt viel mehr passiert in diesen 230 Seiten auch nicht. Man lernt ein bisschen Roland, den Charakter, kennen, man lernt auch ein bisschen den Jungen kennen, man lernt ein bisschen die Geschichte kennen. Viel mehr ist hier nicht, außer dass wir durch die Wüste laufen, immer mal auf irgendwelche andere Charaktere treffen und so das Gefühl hat, hä, wo ist mein Stephen King? Also diese Frage haben wir uns alle drei eigentlich sehr, sehr oft gestellt, und wie gesagt, wären die letzten 30 Seiten in diesem Buch nicht so Stephen King geil geschrieben gewesen, würde ich nicht weiterlesen. Aber geplant ist, dass wir Band 2 auf jeden Fall dann irgendwann im Sommer lesen werden. Ich denke mal so Juli, August, denn im Juni ist ja erstmal der Anschlag dran von Stephen King, und da brauche ich nebenbei nicht noch ein 800 Seiten Buch sozusagen. Und es hat mich tatsächlich irgendwie enttäuscht. Aber ich dachte mir, okay, in einem Werk, das 8-mal vielleicht 600-700 Seiten hat, was sind da schon 230 Seiten? Das ist ja nur ein Bruchteil der Story. Das wäre ja, als würde man beim Herrn der Ringe eben auch nach 30 Seiten schon sagen, das ist ja blöd. Also dementsprechend muss man der Geschichte einfach Zeit geben, und die bekommt die Geschichte. Ich werde mir trotzdem die Verfilmung im Kino ansehen, gehe ich mal stark davon aus. Ich werde nicht warten, bis ich alle 8 Teile gelesen habe, weil die Geschichte ja irgendwo mittendrin anfängt und darüber hinausgeht. Ich habe es noch nicht ganz begriffen, aber ich bin da sehr gespannt. Und man sollte tatsächlich nie in seinem Leben nie sagen, denn ich dachte, bestimmt jetzt 20 Jahre, ich werde nie die Dunkle Turmsaga lesen, und jetzt sitze ich da und zeige euch, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Ja, so schnell kann es tatsächlich manchmal gehen. Und ich glaube, mittlerweile sind auch alle 8 Teile schon da. Also wenn es einem gefällt, kann man es im Grunde durchsuchten. Und leider habe ich keine Jumbo-Ausgaben mehr von den anderen Teilen gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Bücher irgendwie alle dann im Grunde weiter noch im Jumbo-Format erschienen sind. Aber gebraucht bekommt man die auf jeden Fall relativ günstig. Mittendrin und so dabei in dieser Woche habe ich dann die Kurzgeschichten von Stephen King gelesen. Und zwar aus dem Kurzgeschichtenbuch Sunset. Ja, hier drin sind 12 Geschichten, die ich zusammen mit den Kingsköpfen lese. Das Buch ist erschienen 1994, kostet als Taschenbuch 10, als E-Book neu, gibt es aber auch gebraucht günstiger. Ich meine, Ausgabe hat, glaube ich, um die 3 Euro, 3,50 Euro gekostet und hat 500 Seiten. Und wir haben uns jetzt eben für diese Woche die ersten 4 Geschichten vorgenommen, die da heißen Villa, das Pfefferkuchenmädchen, Harveys Traum und der Rastplatz. Die Geschichten sind alle sehr unterschiedlich lang, unterschiedlich, auch komplett von ihrer Story. Man hat Grusel, man hat irgendwie ein bisschen Horror, man hat irgendwie gefühlt auch ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi, und alle Geschichten sind so ganz eigen, aber man spürte in allen 4 Geschichten, dass es sich dabei um Stephen King handelt. Bei mancher Geschichte dachte ich, oh Junge, jetzt bist du aber ganz schön irgendwo abgedriftet. Bei anderen Geschichten saß man so da und dachte, okay, das Gänsehaut-Feeling ist da und das fühlt sich richtig an. Und genauso soll es bei Stephen King sein. Natürlich kann man jetzt, oder möchte ich nicht auf jede der 4 einzelnen Geschichten eingehen, das würde, denke ich, auch einfach zu lang brauchen. Es ist halt so als Gesamtwerk dann vielleicht zu betrachten. Und ich muss sagen, ja, ich fand die Geschichten gut, ich fand sie zum Teil spannend. Es gibt natürlich auch so Geschichten, wo man denkt, oh, naja, das war es jetzt nicht so ganz, oder man fragt sich, warum er diesen Weg geht. Das Schöne ist bei diesen Kurzgeschichten, dass man hinten eben auch sieht, warum diese Geschichten geschrieben wurden. Also was ihn dazu veranlasst hat, diese Geschichten zu schreiben. Und ich habe wirklich nach jeder Geschichte nach hinten geblättert und habe dann im Grunde mir angeguckt, was er über die Entstehung der Geschichte erzählt. Ich fand auch schon das Vorwort grandios von Stephen King, und es hat mir diese Woche wirklich Spaß gemacht.
endlich mal wieder so ein paar Stephen King Geschichten zu lesen und ja, es war irgendwie wirklich mal wieder schön, so ein bisschen bei dem Autor, der mich ja schon 20 Jahre locker begleitet, einfach mal wieder ein bisschen einzutauchen, wo ich ja letztes Jahr, ich glaube, gar keinen Stephen King zum Beispiel gelesen habe und finde schön, dass es dieses Jahr so ein bisschen auf jeden Fall mehr wird und man dieses Gefühl, nach Hause zu kommen und an den Anfang zu kommen, also zum Anfang seiner Lesegeschichte, die ja bei mir definitiv High Fantasy und Stephen King ist, dass man da so ein bisschen ein Gefühl hat, nach Hause zu kommen. Das finde ich einfach sehr, sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, die Abteilung ist noch drin. Wir werden jetzt diese Woche die nächsten vier Geschichten, glaube ich, haben wir uns wieder vorgenommen, lesen und dann eben, ja, dann die letzten vier Geschichten und ihr werdet jetzt in den Bücherwochen immer ein bisschen was dazu hören. Bisher muss ich sagen, es war jetzt keine enttäuschende Geschichte dabei. Ich denke, dass die Kurzgeschichten, dass King auch jemand ist, der Kurzgeschichten definitiv schreiben kann, er sich in der Kürze der Geschichte auch wirklich ausbreiten kann und eben etwas Großes in wenigen Worten erschaffen kann. Also wo er ja gerne bei seinen großen Werken ja viel in die Charakterentwicklung gibt und dass der Charakter wirklich beleuchtet ist, das hat diese Zeit hat er natürlich in der Kurzgeschichte nicht. Dennoch schaffte er es in den Kurzgeschichten viel rüberzubringen und viel zu erzählen. Und ich finde, das kann er wirklich oftmals mit Bravour. Die ersten vier Geschichten waren jetzt okay, es hat mich jetzt keine komplett vom Hocker gerissen, aber mal gucken, ob da jetzt einfach von den anderen acht Geschichten, die da kommen, eine dabei ist und ich freue mich auf jeden Fall sehr und finde auch einfach den Austausch, den wir haben, wirklich ja, sehr, sehr schön und macht einfach viel Spaß, wenn man sich einfach so nach den Geschichten auch mal die Gedanken der anderen anhören kann. Und das letzte Buch dieser Woche war dann Marthas Widerstand von Carrie Drury. Das ist Mitte März im One Verlag erschienen, kostet gebunden 16 Euro, als E-Book 12 Euro und hat 426 Seiten. Und im Original finde ich den Titel tatsächlich passender, da heißt es nämlich einfach nur Cell 7, also Zelle 7. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen unverfänglicher als im Grunde schon, dass wir wissen, dass eben Martha einen Widerstand plant, wie ja der deutsche Titel im Grunde schon verrät. Was ich bei Erscheinen des Buches und ja nicht wusste, ist, dass es sich hierbei um einen reinen Auftakt handelt. Ich dachte, die Geschichte steht für sich alleine, es ist ein Einzelband und bin tatsächlich zurzeit immer mal wieder von den Verlagen sehr, sehr enttäuscht, dass sie es nicht irgendwo kenntlich machen, dass es ein Auftakt einer Reihe ist. Ich weiß nicht, warum die Verlage das zurzeit gefühlt oftmals verheimlichen. Ich hatte das jetzt in den letzten Wochen, Monaten bestimmt 4-5 Mal, unter anderem ja auch bei Caraval, wo ich total überrascht war, warum das Ende auf einmal offen war, wo ich dachte, dass das ist ein abgeschlossener Band und finde es halt wirklich schade, dass diese Information nicht gegeben wird. Ja, ich kann die Verlage verstehen, weil wenn man liest Reihenauftakt, dann greift vielleicht manch einer nicht dazu. So ist man am Ende aber dann doch auch irgendwie enttäuscht, dass die Geschichte weitergeht und man warten muss. Und ja, ich bin gefühlt aktuell jetzt nicht so der Freund auf ständige Warten und hätte halt gerne auch einfach mein Einzelband zwischendurch gelesen. Aber das nur so als kleine Kritik an den Verlagen zu Beginn. Der zweite Teil, Day 7, was natürlich zu Cell 7 eigentlich ganz gut passt, wird im Sommer im Englischen erscheinen und ich weiß aber noch nicht, wann er dann im Deutschen erscheinen wird. Man kann ja da vielleicht dann auf den Herbst hoffen. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu lange im Grunde warten müssen, wenn uns die Geschichte gefällt, dass wir dann im Grunde ja wieder ein Jahr oder was und dann wieder die Hälfte vergessen haben. Aber gut, das ist das leidige Thema von Reihen. Aber um was geht es denn im Marthas Widerstand? Wir sind hier in einer dystopischen Welt in Amerika. Gerichte wurden abgeschafft und alle Menschen dürfen entscheiden, ob ein Mensch schuldig ist oder nicht. Denn Schuld und Strafe müssen einander entsprechen. So ist ja im Grunde der Slogan ja, der neuen Verurteilung und alle Menschen kommen eben, alle Menschen, die ein Verbrechen begangen haben, kommen eben erstmal in eine Zelle, in Zelle 1 und dann wird 7 Tage über diesen Fall berichtet und die Menschen außerhalb dürfen per Telefonvoting darüber entscheiden, ob der Mensch in der Zelle 1, 2, 3, wie auch immer, eben schuldig ist. Und im Falle, dass man eben jemanden umgebracht hat, wie es Martha getan hat, die sich auch schuldig gemeldet hat, geht es jetzt eben darum zu entscheiden, ob sie auch hingerichtet werden soll, ob sie die Todesstrafe warten soll oder nicht. Denn Martha ist eine junge Frau,
der sehr viel Schlimmes im Leben passiert ist. Sie ist auch im Armutsviertel aufgewachsen, hat ihre Mutter durch einen Autounfall verloren, damit dann, weil da der Nachbarssohn angeblich schuld war, hat sie auch ihren besten Freund verloren und ja, ist dann im Grunde so ein bisschen in dieser Armutsecke aufgewachsen und eines Tages bringt sie den Medienliebling überhaupt, den Liebling der Nation um und stellt sich mit Waffe wirklich vor die Polizei und sagt, ich bin schuldig. Doch man merkt recht schnell, Martha, irgendwas passt mit dieser Geschichte nicht. Und auch alle Menschen um sie herum, auch die Psychotherapeutin merkt recht schnell, irgendwie ist dieses Mädchen nicht schuldig. Sie verhält sich nicht wie jemand, der schuldig ist, denn Martha, ja, hat eben etwas vor. Und wie der Titel des deutschen Buches verrät, ist es eben ein bisschen ein Widerstand gegen die Gesellschaft, gegen die Medien und gegen alles, was eben ihre Welt aktuell ausmacht. Und das eben aus der Zelle heraus. Und das fand ich einen unglaublich spannenden Plot. Ich fand diese gesellschaftskritische Themen wirklich unglaublich gut gemacht. Das Schwierige, und das muss ich vorneweg sagen, ist tatsächlich der Schreibstil, der zu Beginn für mich sehr holprig war. Also es ist für mich gefühlt kein schöner Schreibstil gewesen mit haste, kannste, hörste, willste, da biste. Das ist so, wo ich immer so innegehalten habe und gedacht habe, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Aber, und das möchte ich wirklich betonen, es ist dann irgendwann weg. Dieses merkwürdige Gefühl verlässt einen und es gehört dann eben einfach zu der Welt, in der Martha lebt. Und das ist eben wie wenn im Herrn der Ringe jemand vorgestellt wird, das ist der und der Sohn von dem und dem. Und dass man am Anfang auch erstmal so denkt, hä, wieso? Irgendwann ist das einfach normal. Und so fühlt sich dieser etwas holprige Schreibstil am Anfang eben auch dann normal für mich an und hat die Geschichte wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich fand Marthas Widerstand wirklich eine Dystopie, die mich eben wie Tiefenwelt sehr, sehr begeistert hat. Ich mochte die Idee dahinter, wie diese Welt auf einmal funktioniert. Dass da Menschen vor dem Fernseher sitzen und entscheiden per Anruf, ob ja im Grunde da jemand hingerichtet wird oder nicht. Also ähnlich wie wir das ja bei ganz vielen Sendungen im Fernsehen haben, per Televoting wird entschieden, wer muss zur Dschungelprüfung, wer ist bei Let's Dance weiter, wer wird der neue Superstar bei DSDS und wie auch immer alle Sendungen heißen. Und ich fand diese Idee, dass man jetzt tatsächlich die Menschen außen abstimmen lässt, ob jemand schuldig ist oder nicht, schon sehr interessant, denn es gibt keine Beweislage, es gibt keine Verteidigung, es gibt keine echte Anklage, sondern man beleuchtet diesen Fall eben auch im Fernsehen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie bei Tribute von Panem zum Beispiel, wenn da eben diese Sendung am Abend läuft und dann so die Wiederholung vom Tage gezeigt wird. Und so ähnlich war diese Fernsehsendung auch im Buch spürbar und auch wurde so berichtet. Und ich fand diese Mischung aus diesen Themen einfach spannend. Es war fast vielleicht eine Spur zu viel, dass man viel zu viele Dinge wollte, aber ich fand, die Autorin hat es wirklich gut hingebracht, alles logisch zu erzählen und wirklich diese Dystopie auch reell erscheinen zu lassen. Man kann sich das einfach tatsächlich vorstellen, dass man irgendwann ein Gerichtsverfahren sieht und dann wählt man. Und man eben dann spürt, wie die Medien einen beeinflussen können, wie einem Dinge im Mund umgedreht werden, dass sie eben so klingen, dass sie da draußen jenes oder das andere Urteil im Grunde fällen. Und dann natürlich auch das Thema Geld. Denn wenn ich heute arm bin, kann ich vielleicht nur ein oder zwei Anrufe tätigen. Wenn aber jemand viel Kohle hat, kann er natürlich 100-mal anrufen. Und diese Aspekte fand ich unglaublich spannend. Und das anfängliche Problem ist auch, dass man eben gar nicht weiß, was hat Martha eigentlich vor, was bewegt sie und man nicht ganz mit ihr mitgehen kann und das am Anfang eben so diesen holprigen Start auch gibt, sobald man aber eine Ahnung hat. Ich möchte nicht sagen, dass man das sofort weiß, um was es da drin geht, aber sobald man eine Ahnung hat, dass so viele Dinge auf einmal nicht zueinander passen und sie vielleicht tatsächlich nicht schuldig ist, obwohl sie sich selbst schuldig hat sprechen lassen, also sie sich selbst hingestellt hat und gesagt hat, ich habe diesen Mann erschossen. Sobald man aber merkt, hier ist irgendwo was, ist man voll drin. Es gab dann wirklich ein, zwei Dinge, die mich so gepackt und gefesselt haben und ich wirklich dann auch gestern dachte, du kannst dieses Buch jetzt nicht weglegen, du musst es zu Ende lesen und ich dann wirklich am Ende mit einem offenen Mund da saß, total zerstört von meiner eigenen und dieser Welt war und wirklich dachte, nee. Und ich wirklich erstmal so eine Viertelstunde blöd geguckt habe und dachte, das ist echt ein irres Ende.
Es ist auch ein Cliffhanger-Ende, was ich unglaublich schade fand, weil ich ja, wie gesagt, dachte, dass das Buch jetzt eigentlich beendet ist. Zum Glück aber vorher bei den Recherchen schon ein bisschen herausgefunden habe, so, also wie ich auch nach dem, nach den Seitenzahlen so geguckt habe, weil ich es als E-Book gelesen habe, gesehen habe, oh, da gibt es ja ein zweites Buch. Also ich nicht ganz mehr so überrascht war, was ich auch persönlich besser fand, weil ich glaube, ich hätte mich sonst, also zu Tode geärgert wahrscheinlich. Ich fand es eine tolle Dystopie. Also es ist wirklich ein geiler Auftakt. Ich weiß nicht, wie viele Teile es geben wird. Man muss den Anfang ein bisschen hinnehmen, wenn man ihn holprig und ein bisschen merkwürdig findet. Und dass man am Anfang auch nicht ganz mit Martha so mitgehen kann. Man muss da, glaube ich, einfach mal ein bisschen durch. Aber sobald man selbst merkt, irgendwie, das passt nicht. Sobald man da drin ist, diesen Status erreicht hat sozusagen, ist dieses Buch grandios gemacht. Und diese ganze Gesellschaftskritik in diesem Buch, die Dinge, die man sich einfach so vorstellen kann, auch für unsere Welt, finde ich super gemacht. Und ich mochte auch die verschiedenen Perspektivwechsel, die wir hatten. Wir hatten hier eben einmal Martha, die in der Zelle sitzt. Wir hatten ihre Psychotherapeutin, die uns ein bisschen was erzählt. Wir hatten die Fernsehsendungen, die wir haben. Wir haben so manches Interview, was ganz spannend ist. Und auch noch so manch andere Perspektive, die ich jetzt nicht erzählen möchte, weil ich nicht spoilern möchte. Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Das ergibt ein ganz, ganz tolles Gesamtpaket und hat wirklich Spaß gemacht. Also eine Dystopie, die ich wirklich empfehlen kann, mit dieser Einschränkung, dass der Anfang tatsächlich gefühlt ein bisschen holprig ist, dass der Schreibstil auch anfangs sich irgendwie komisch angefühlt hat, aber man tatsächlich dann einfach Spaß an der Story hatte und mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hatte und ich wirklich viel Spaß beim Lesen hatte. Und das ist ja tatsächlich im Grunde eigentlich das Wichtigste, dass man Spaß an der Geschichte hat und dass es nicht ganz zu, ja, abgedreht vielleicht auch ein. Weil das ist ja bei Dystopien, man muss sich so ein bisschen reinfühlen können, sonst machen Dystopien auch keinen so großen Spaß. Aber dann hat mich diese Woche, ja, eine neue Serie total geflasht. Und wer mir auf Instagram und Facebook folgt, beides in der Infobox, weiß, dass es sich dabei um Downton Abbey handelt. So viele Menschen schwärmen von Laura über Adriana. Alle möglichen Menschen in meiner Umgebung finden diese Serie toll. Und ich hatte mir damals, als Susan bei mir war, habe ich mir die erste Staffel mitgenommen und dachte diese Woche, ach, irgendwie hättest du jetzt auch mal Lust auf eine Serie. Und habe dann mit der ersten Staffel von Downton Abbey begonnen und muss sagen, Staffel 2 und 3 liegen auch schon hier. Ja, eine Serie, die mich wirklich absolut begeistert hat. Wir sind hier ja im Jahre, im Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube so 1914, glaube ich, beginnt es. Die erste Folge geht auch so ein bisschen darum, dass die Titanic gesunken ist und somit ja im Grunde der Erbe unseres Lords von Downton im Grunde da umgekommen ist und dass es hier eben nicht nach der echten Erbfolge geht, weil eben Lord Crawley eben keinen männlichen Erben selbst gezeugt hat und muss jetzt irgendeinen Cousin fünften Grades, keine Ahnung, wie die Zusammenhänge waren, dazu bestimmen. Das natürlich weder seiner Frau gefällt, noch seiner Mutter, geschweige denn seiner großen Tochter und auch den anderen Töchtern nicht. Und dem Bediensteten gefällt es schon gar nicht, dass irgendwer aus der Mittelschicht auf einmal Downton, ja, dieses tolle Anwesen im Grunde leiten und führen soll. Und es ist eine Familiensaga und das ist irgendwie so wunderbar britisch mit trockenem Humor, mit so einer Zeit, in der man direkt sich aufrecht vor den Fernsehen hinsetzt, direkt zum nächsten Tee greift, sich ein wunderschönes Teeporzellan kaufen möchte und wirklich das Gefühl hat, man ist so in der Zeitreise. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Feeling, was diese Serie bei mir ausgelöst hat. Und ich würde davor sitzen und denke, ach, warum gibt es keine schönen Kleider mehr? Warum tragen Männer keinen Hut mehr? Wo ist mein Chauffeur und meine Kutsche? Und jetzt können alle sagen, Mensch, Steffi hier, die Emanzipation ist doch groß. Ja, die ist auch bestimmt gut. Aber so ein bisschen Sehnsucht nach dieser Zeit kann man ja, denke ich, haben. Als einfach Damen Damen waren und Herren Gentlemen. Und finde ich toll. Ganz begeistert bin ich von Maggie Smith in der Rolle, ja, im Grunde der Mutter von unserem Lord und der Schwiegermutter der Lady. Und ich mag ihren Humor. Ich mag den Zynismus, mit dem sie aufwartet. Ich finde sie einfach großartig. Ich kann mir leider noch nicht alle Namen merken. Ich muss das wirklich sagen. Es sind unglaublich viele Namen. So in Staffel 2 merke ich, okay, so langsam kriege ich alle Kinder auseinander. Und ich verstehe jetzt auch so ein bisschen mehr diese ganzen Zusammenhänge. Aber so namentlich ist das wirklich auch ganz schön extrem und für mich zumindest. Ich habe es ja eh nicht mit Namen, von daher. Ja, aber es ist eine wunderbare Geschichte, die viel Spaß macht, die uns nicht nur zeigt, wie der
ja, hoher Adel vielleicht gelebt hat, sondern eben auch die Bediensteten uns zeigt, wie die leben, was die zu tun haben, was die bewegt und eben so diese Mischung sozusagen auch aus der Gesellschaft man sozusagen hat zu dieser Zeit und ich das einfach großartig finde. Also es macht viel, viel Spaß. Ich freue mich, dass Staffel 2 und 3 schon hier liegt und ich gehe davon aus, dass dann auch recht schnell Staffel 4, 5 und 6 bei mir einziehen wird und ja, ich finde das einfach toll. Es macht Spaß, unterhält mich. Die Serie gibt es, soweit ich jetzt von Nike gehört habe, auf Amazon. Also wer Amazon Prime hat, kann im Grunde direkt mal reingucken. Ich habe ja nur Sky und Netflix, da läuft sie eben nicht, deswegen müssen die DVDs herhalten, aber das finde ich auch nicht weiter schlimm. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr großartig und macht wirklich auch ganz viel Spaß. Dann gibt es eine kleine Ankündigung, denn am Mittwoch ja, wird das Hangout mit der lieben Lena Karnau nachgeholt, das ich ja leider absagen musste, als es in meiner Familie drunter und drüber ging. Am Mittwoch 19.30 Uhr werden wir aber ja, beim Hangout zusammensitzen. Wir werden über ihre X-Reihe sprechen, über ihr neues Buch Elenas Rabe und ich bin mega, mega gespannt. Ich habe 1000 Fragen und vielleicht habt ihr auch Fragen, dann gerne, wenn ihr wollt, schon vielleicht schon vorab per E-Mail, per Facebook, wer vielleicht auch keinen ja, YouTube-Account hat, um hier zu kommentieren, kann natürlich gerne diese Möglichkeit nutzen. Ansonsten seid ihr einfach um 19.30 Uhr live dabei. Wir werden auch auf die Fragen im Chat natürlich eingehen und ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen und dass wir da hoffentlich dann auch einen schönen Abend zusammen haben. Letzte Woche wurde dann auch im Leseclub von Alicia Phil und mir entschieden, dass wir im Mai Der Circle lesen werden von Dave Eggers. Wie ihr seht, ist er auch schon ja, eingeteilt. Wir starten mit diesem Buch jetzt nächste Woche am 21. Mai und lesen, glaube ich, auch wirklich bis Ende Mai. Es sind, glaube ich, 10 Abschnitte oder 11. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und hier heißt es, Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten Internets. The Circle ist ein hellsichtiger, hochspannender Roman über die Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns. Ein beklemmender Page-Turner, der weltweit Aufsehen erregt, Huxleys schöne neue Welt Reloaded. Und ja, das Buch wurde jetzt auch verfilmt, ich glaube sogar mit Emma Watson in der Hauptrolle. Und ja, das Buch liegt schon einige Zeit bei mir auf dem Sub und ich freue mich da wirklich drauf, dass wir es gemeinsam lesen. Eine etwas merkwürdige Besonderheit in diesem Buch ist, dass es keine Kapitel gibt und wir das Buch sozusagen ein bisschen nach Seiten ja, einteilen mussten mit Ende des Satzes, Anfang des nächsten Satzes. Und wir aber geguckt haben, dass es sowohl im Taschenbuch wie auch im Hardcover zusammenpasst. Ich gehe mal davon aus, dass es in der englischen Ausgabe ein bisschen anders ist. Eine deutsche Ausgabe ist in der Regel ja auch so ein gefühlten Drittel immer ein bisschen dicker. Ich glaube auch, dass das E-Book vielleicht dann anders von der Seitenzahl ist. Aber da müssen wir uns ein bisschen einfinden. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Zudem starten noch so ein paar andere Leserunden jetzt Ende Mai und dann auch für den Juni. Da wird es diese Woche von mir mal ein separates Video geben. Wer sich da bei der einen oder anderen Leserunde noch einfinden möchte, dass einfach da genug Zeit ist, ja, sich im Grunde vorzubereiten und vielleicht mitzumachen. Wie gesagt, ich denke mal, da wird es auf jeden Fall diese Woche auch noch ein kleines Video von mir geben. Ich freue mich sehr auf das Buch und ja, glaube, habe soweit alles für diese Woche. So viel mehr Zeit war dann ja tatsächlich nicht. Man musste ja auch noch arbeiten und ein bisschen schlafen, so ein bisschen. Ich schlafe ja nicht viel, von daher ist das ja, habe ich viel Zeit unter Tage. Ja, ansonsten war es doch eine etwas, ich sage jetzt mal, entspanntere Woche, in der es so ein bisschen normaler eben einfach zuging und man auch einfach mal, ja, mal mit Freunden telefoniert hat, gehangoutet hat oder auch einfach mal beim Kaffee zusammensaß und einfach mal so ein bisschen auch über andere Dinge einfach mal wieder nachgedacht hat und geredet hat. Und ja, nichtsdestotrotz wird das Wochenende natürlich ein bisschen geprägter sein ja, Krankenbesuchen und am Sonntag, also heute, wenn ihr das Video seht, ist dann ja auch Muttertag. Also für alle die bis jetzt noch nicht dran gedacht haben, spätestens jetzt ein Anruf bei der Mutter, die es absolut verdient hat, dass man sie an diesem Tag und nicht nur an diesem Tag im Grunde an sie denkt. Und natürlich auch an alle Mütter, heute einen schönen Tag, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und ja, ich denke, das war es soweit von der Woche. War auch, glaube ich, gefühlt genug erzählt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Sende euch nun ganz, ganz liebe Grüße. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch noch einen tollen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.